Was ich aber in diesem Let's Play auch noch machen kann, ich kann auch mehr Mega-Man-Schleichwerbung machen, wenn ich schon dabei bin. Nämlich der Eagle26 hat auch schon ein paar Mega-Man-Spieler Let's Play gemacht, also sprich mein Erzrivale. Der ist auch dabei, einige Mega-Man-Spieler noch zu machen. Ich freue mich ja, ob er auch noch soweit alle klassischen Teile durchzieht, weil das weiß ich jetzt gerade nicht. Oh nein, komm, ich... Ja, natürlich, hier kommen die Verschwindeblöcke, den Hass eines jeden Mega-Man-Spielers. Wobei, in diesem Teil geht's eigentlich noch. So, wunderbar. Ich hoffe, ich gehe den richtigen Weg. Kommen hier noch mehr? Müsste eigentlich... Ja, da sind sie. Okay, soweit so gut. Mich würde aber auch mal in diesem Let's Play interessieren, wer von euch hat Mega Man eigentlich schon damals kennengelernt? Also sprich, wo es rausgekommen ist, wo es aktuell war. Ich muss ehrlich sagen, wirklich, ich bin sehr, sehr spät auf die Mega Man-Reihe überhaupt aufmerksam geworden. Also, um genau zu sein, hat es wirklich Jahre gedauert, bis ich überhaupt mal in Kontakt mit Mega Man trat. Ich meine, ich habe schon damals Bilder und so gesehen durch Spieleberater, durch Club Nintendo-Zeitschriften und so. Aber selbst gespielt habe ich... Scheiße, ich glaube, ich gehe den falschen Weg, oder? Ich gehe nochmal zurück. Wobei... Nee, ich gehe nochmal nach oben. Ja. Nur, wie gesagt, gespielt habe ich es wirklich erst später. Den Gameboy-Teil habe ich halt durch einen Schulkameraden mal kennengelernt und gespielt. Aber die NES-Teile, die sind so an sich komplett an mir vorbeigegangen. Oh, ich hasse diese Viecher. Genau aus diesem Grund. Und keiner will mir Energie geben. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch aussah. Vielleicht wart ihr wirklich diejenigen, die das Glück hatten, die Spiele zu spielen. Okay, hier bräuchte ich auf jeden Fall eine andere Waffe, um hier durchzukommen. Die habe ich gerade nicht parat. Das wäre in dem Fall, kann ich euch schon mal sagen, wäre auf jeden Fall die Waffe von Gutsman. Dann würde ich da an dieses Teil kommen, aber ist in dem Fall nicht so wichtig, dass ich da jetzt dran komme. Jetzt will ich mal links gehen. Ich wage den Weg des Todes. Ja gut, ich wage jetzt wirklich. So, wunderbar. Oh nein, okay, geschafft. Und ja. Wollen wir doch mal schauen, dass wir jetzt hier hochkommen. Ja, dass ich überhaupt jetzt wirklich die klassischen Teile, die Teile 1 bis 6 jetzt noch als Let's Play mache, das könnt ihr euch wirklich einigen Zuschauern verdanken. Weil eigentlich hatte ich wirklich nur überlegt, die beiden, also Teil 7 und Teil 8 halt als 8-Bit-Version als Let's Play zu machen. Aber die Teile 1 bis 6 nicht halt, weil sie einfach schon zu oft Let's Played wurden. Deswegen, es würde mich auch nicht wundern, wenn es wirklich sehr wenige nur bei mir schauen würden. Weil sie es einfach nur schon kennen. Zu oft gesehen haben und einfach mal keinen Bock mehr auf diese Spielreihe haben. War schon wieder so eine Kacke. Moment, kann ich die nicht irgendwie so weit locken, dass du hier runterspringst? Ja, das geht nicht, oder? Ich probiere mal was anderes. Ich versuch's mal mit dem Cutman-Messer. Okay, ich muss dafür auch erstmal treffen. Hoffen wir mal, dass das jetzt klappt. Was? Okay. Das ist neu. Also, das hätte ich jetzt eigentlich nicht gedacht. Dass der mich da jetzt so trifft. Okay, dann wollen wir es jetzt nochmal probieren. Jetzt nochmal hochklettern. Oh, das ist ja so ein weiter Weg. Scheiße. Okay, jetzt ist gut. Ich verschwinde von hier. Heilige Scheiße. Ich glaube, ich werde hier mein letztes Leben auch verlieren. Und dann darf ich die ganze Stage nochmal machen. Das wird ja ein Riesenspaß. Ja gut, das war dumm, ich weiß. Das war jetzt einfach zu überheblich. Hier könnte ich sogar abkürzen, sehe ich gerade. Hier ist nochmal so ein Block, den ich mit der ganzen Menschfähigkeit benutzen könnte. Und an die Energie komme ich doch nicht. Ah, scheiße. Dieses Stage läuft gar nicht gut. Das muss ich gerade echt sagen. Die hätte wirklich besser laufen können. So, schnell hoch. Okay, aber die schaffen wir noch irgendwie, diese Stage. Wir müssen aber nur fest an uns glauben. Puh, das war knapp. Das war wirklich jetzt knapp. Ja gut, ich komme jetzt tatsächlich nicht durch. Also nochmal zurück. Dann war es dieser Weg. Ich habe da vorhin gar nicht wirklich drauf geachtet, muss ich sagen. Scheiße. Ich war gerade nur scheiße.
Na super. Die Energie kriege ich jetzt wahrscheinlich eh nicht wieder, die ich jetzt hier verbrate. Das heißt, die Stage können wir gleich nochmal von vorne machen. So wie steht schon mal fest. Ja gut. Vor allem, wenn die so kommen. Also Elegman werde ich mit dem bisschen Energie, was ich jetzt habe, definitiv nicht schaffen können. Selbst wenn ich seine Schwäche ausnutze. Ihr werdet gleich auch verstehen, warum, wenn ich da ankommen sollte. So, versuchen wir es nochmal. Und weg hier. So, das haben wir. Jetzt kommt gleich wieder unser Lieblingsroboter. Ich wäre wenigstens dankbar, wenn die Energie hier wäre, aber die ist leider nicht hier. So, jetzt das noch einmal machen. Und jetzt kommt unser Roboter. Ich frage mich noch wirklich, wie der mich vorhin erwischen konnte. Habe ich mich wirklich ein Stück nach oben bewegt? Aber wenn ja, dann erklärt es einiges. Wenn nein, dann erklärt es nichts. Ach so! Okay, Leute. Das wird jetzt richtig scheiße. Ja, ich glaube, ich muss es doch anders machen. Ich brauche definitiv mehr Leben. Gut, machen wir es noch einmal. Das hatte so jetzt echt keinen Sinn. Ich weiß echt nicht, wie ich diese Stelle da am besten meistern soll. Muss ich wirklich sagen. Also da bin ich ein bisschen mit überfragt, deswegen... Machen wir es jetzt nochmal, jetzt habe ich mehr Leben und dann kriege ich auf jeden Fall den guten Elegman hoffentlich erledigt. Jetzt in diesem Versuch. Ach, verdammt. Ja gut, es ist jetzt egal, ein bisschen Energie zu verlieren. Meine schönen Punkte sind es auch futsch, aber wie gesagt, in diesem Spiel sind die einfach nur unnütz. Und man kriegt sowieso keine Leben oder Continues, ja, gibt es ja sowieso nicht, man hat unendlich dafür. Von daher ist es im Prinzip scheißegal, ob man sich die Punkte holt. In dem Fall ist es einfach nur wichtig, dass man hier überlebt und die Robot Master besiegt. Ja, muss man hier in diesem Spiel eigentlich gar nicht tun. So, wenigstens kriege ich das hier einigermaßen hin. Okay, weiter geht der Spaß mit den Verschwindeblöcken. Ach, scheiße. Okay. Das war Gott sei Dank noch ein leichtes. Was aber auch sehr interessant ist zu der Mega Man-Reihe, um auch wirklich ein bisschen Ablenkung wieder reinzubringen, dadurch, dass ich jetzt die ganze Stage nochmal machen darf. Die Mega Man-Reihe 1 bis 6 wurde, ja, auch interessanterweise mal für die PS1 rausgebracht. In Japan allerdings nur. Mit einem verbesserten Soundtrack. Oh, schaffe ich das nochmal rüber? Nein, schaffe ich nicht. Gut, merken, ich mach das nicht nochmal. Nicht für die Energie. Ja, die wurde tatsächlich in Japan für die PS1 nochmal rausgebracht, die Mega Man Reihe 1 bis 6. Teil 7 merkwürdigerweise nicht. Das hätten die auch mal machen sollen, weil so fehlt Teil 7 für die PS1. Aber die anderen Mega Man Teile haben sie wirklich alle für PS1. Zwar ein bisschen fragwürdig und auch ein bisschen unnütz, die 8-Bit-Teile wirklich für PS1 rauszubringen. Finde ich jetzt zumindest. Ich meine, es war schon genial, wenn die das auch mit einem überarbeiteten Soundtrack gemacht haben. Aber trotzdem. Scheiße. Och ja, jetzt ist gut. Aber an sich bringt das trotzdem nicht viel, wirklich die Mega Man-Teile für PS1 rauszubringen. Ich meine, das Gute ist auch, für diejenigen unter euch, die eine PS3 haben, können sich einen japanischen Account anlegen. Und dort dann halt die Mega Man-Teile auf jeden Fall aus dem PSN-Store aus dem japanischen runterladen. Dort gibt's hier nämlich auch alle. Und da sind die weitaus günstiger, als wenn man jetzt wirklich die ganzen Teile bei eBay ersteigern würde. Da würde man sie wieder dumm und dämlich kaufen. Also im Ganzen kostet das 600 Yen ein Mega Man-Teil im PlayStation Network Store. Im japanischen. Und wenn man das mal so umrechnet, das geht eigentlich noch. Es wären gerade mal so ungefähr 5 Euro, glaube ich. In unserer Währung. Von daher ist das eigentlich noch akzeptabel. So, jetzt wollen wir gucken, dass wir das hier nochmal schaffen. Wunderbar. Aber von Mega Man gibt es ja auch viel zu viele Spiele, wenn man das mal so hochrechnet. Es gibt ja viele Ableger. Es gibt die Mega Man-Reihe, es gibt die Mega Man X-Reihe, es gibt die Mega Man Legends-Reihe. Es gibt die Mega Man Battle Network Reihe, wo es ja auch ein Anime zu gibt. Ich dachte jetzt gerade schon, der kommt wieder runter. Und dann gibt es ja noch die Mega Man. Wie heißt die nochmal gleich? Die Star Force Teile oder so in etwa, wie die nochmal heißen.
Die sind ja quasi in etwa wie die Battle Network Teile. Dann gibt's noch ZX. Habe ich irgendeine Reihe vergessen? Ich bin gerade am überlegen. Ich weiß jetzt gerade nichts weiteres mehr. Aber es ist auch ein bisschen schade, dass die ein paar Mega Man Teile, obwohl noch die Game Gear, Game Boy Teile. Und Mega Drive gibt's ja auch noch diese Compilation mit Teil 1 bis 3. So, habe ich weit? Was ja noch ein bisschen schade ist, dass Capcom Mega Man Legends 3 leider ein bisschen gecancelt hat. Was heißt ein bisschen? Die haben es ja leider gecancelt. Ist ein bisschen schade. Ich hätte mich wirklich sehr auf Mega Man Legends 3 gefreut. Ich finde wirklich die Mega Man Legends Reihe toll. Es gibt zwar wirklich viele Leute, die die Mega Man Legends Reihe nicht so toll finden. Ich mag sie aber. Ich finde sie wirklich klasse. Sie macht mir wirklich Spaß zu spielen. Deswegen mache ich sie auch definitiv als Let's Play. So, schnell hoch. In dem Fall, wo es andere sagen würden, nein, ich mache das nicht als Let's Play. Es ist zwar wirklich schade, dass es komplett auf Englisch ist. Aber in dem Fall muss ich mir sowieso noch einfallen lassen, wie ich das mache. So. Und hoch. Okay, ich hab's geschafft. Und wir sind da. Halt, ich will Waffe wechseln. So. Also spätestens bei diesem Boss sage ich, ich habe Respekt vor Final Messenger 13, dass er ihn Buster Only gemacht hat. Aber ich habe ihn! Auf Anhieb! Ich glaub's nicht! Wenn ich mich wenigstens, wenn ich mindestens einmal von denen getroffen worden wäre. Ich glaube, ich brauche nur mindestens 2 Treffer, dann bin ich tot. So viel zieht er mit seinen Elektroschüssen ab, aber ich hab's geschafft. Wow! Puh, jetzt muss ich erstmal durchatmen. Ich hätte nicht damit gerechnet, Leute. Wow. Boah. Okay. So weit, so gut. Ich hab's geschafft. Jetzt muss ich nur gerade überlegen. Wer war nochmal schwach gegen Alec Man? Bombman oder Gutsman? Das weiß ich jetzt gerade ehrlich gesagt nicht. Ich versuch's mal mit Gutsman. Notfalls ist er, glaube ich, auch noch mit Buster zu schaffen, irgendwie. Wobei, ich glaube, es war doch Bombman. Scheiße, ich will... Nochmal zurück. Nochmal zurück. Nochmal zurück. Ich will mich umbringen lassen. Ich will nämlich die... andere Stage machen. Diese hebe ich mir auf. Die wird sowieso höllisch mit diesen Fahrstühlen hier. Ich will dann wirklich nochmal die Bombman-Stage machen, weil ich glaube, es war wirklich doch Bombman. Wenn ich da jetzt richtig liege. Wie ich das jetzt gerade so im Kopf habe. Weil Bombman könnte gegen Gutsman stark sein, weil Bomben stärker explodieren können und... So, ja, hier muss man das mit Select auswählen anstelle mit dem Steuerkreuz. Dann versuchen wir das mal. Ich muss sogar nochmal überlegen, wie die Stage nochmal hier aussieht. An die habe ich jetzt gerade überhaupt keine Erinnerung.